Hallo und schau bei Glücklich TV. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, vier Kerzen brennen. Es ist der vierte Advent und wir möchten euch natürlich und allen anderen, die wir kennen, die uns kennen, einen tollen, glücklichen vierten Advent wünschen. Vielen Dank, Gianluca. Ja, es ist kurz vor Weihnachten und was uns zu unserem Glück noch fehlt, neben vier brennenden Kerzen, ist ein Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum. Und den werden wir uns selbst laden in Fellbecke. Genau, da wollen wir gleich hin. Und wo das ist und ob wir einen Baum bekommen, das seht ihr in diesem Video. Da nehmen wir euch nämlich gerne mit. Und weil die nicht schon so ganz lange aufhaben. Genau, wir machen uns jetzt auf den Weg, ne? Okay. Ja. Aber genau, runter. Super, danke. Wartet auf mich! Mensch, wo warst du denn? Ich stand noch, ich wollte noch was filmen. Wärst du beinahe nicht dabei gewesen? Meine Güte, aber gut, dass du hinterhergerannt bist. Danke. So, auf geht's, Weihnachtsbaum willkommen. Super. Ich hab einen guten. Papa, komm mal. Ich hab einen guten. Ich hab einen guten. Komm mal einmal kurz.
was gefunden? Oh ja. Ein bisschen schlau. Ja, das stimmt. Also von hier so. Von ja, hier. Komm. Dann fang okay. Du an. Soll ich anfangen oder du? Nee, ganz unten am besten, oder? Ganz unten? Ja klar. Soll ich anfangen? Ich suche zuerst mal den Stamm. Ich halte dir mal die Äste ein bisschen weg. Pass auf. Moment. Moment. Eine muss von der Seite. Und die Segel musste. Guck mal. Eine muss von der Seite. Hältst du von der und ich komme von der. Ja, und dann. Eins, genau, so ist gut. Eins, zwei, wow. Eins, zwei. Eins, zwei, ja. Peeling fürs Gesicht, sag ich nur. Zahnnadelpeeling. Toll. Mit den tierischen Duftquellen. Eins, zwei. Ich bin verwirrt und froh. Die Säge glüht, der Baum fällt um. Hi ho, hi ho. Hilft jetzt auch nochmal. Ja. Muss er. Nein. Macht ihr mal bitte. Achtung! Okay. Und? Okay, lass ihn fallen. Baum fällt! Ja, wir haben ihn. Unser Weihnachtsbaum. Gut gemacht. Danke. Ja. Mama, hilfst du mir? Ja. Wir beide nehmen den? Ja. Und auf den Pfeiler. Ja. Ich bin von dir. Und auf geht's. Geh nochmal vor. Genau, da gehen wir durch. Ja, wunderbar. Ja. Super, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, ja. Ja. Da binden wir den gleich ein bisschen fest. Ja, guck mal, ist doch super. So. Hier so. Oh nein, nicht schon wieder. Wahnsinn. Wo bleibst du denn? Ich dachte, du wärst drin. Genau. Jetzt kann Weihnachten kommen. So,
wieder zurück im warmen Zuhause. Wir haben erfolgreich unseren Weihnachtsbaum geschlagen, den ersten hier aus dem Sauerland live. Ja. Und wie unser Reik immer so schön sagt, jetzt kann Weihnachten kommen, ne? Mhm. Genau, so ist das. Wir sind total begeistert von den liebevollen Dekorationen hier, die im Schmallenberger Sauerland und wahrscheinlich im gesamten Sauerland und wahrscheinlich auch in der ganzen Republik, aber hier halt eben ganz besonders, vielen Menschen, glaube ich, viel Freude machen. Und an der Stelle einfach mal, vielleicht hört der ein oder andere das ja, der sich so viel Mühe gegeben hat und Weihnachtsbäume illuminiert hat und und. Richtig dickes Dankeschön. Sieht toll aus, sieht richtig gut aus und wir fühlen uns sowas von sauwohl. Wohl? Genau, ja. Was wollten wir eigentlich heute in diesem Film noch machen? Wir haben uns die Frage gestellt, gibt es Produkte, die versprechen, glücklich zu machen? Und wir haben für euch in den letzten Wochen und Monaten ein paar Produkte gesammelt. So, ja, sind schon einige. Und die wollen wir euch heute vorstellen und wollen euch ein bisschen was dazu sagen, was so unsere Meinung dazu ist, beziehungsweise wollen die Frage stellen, macht das glücklich? Ja oder nein? Oder macht es nur satt? Oder auch das nicht? Wir werden es sehen. Und wir wurden gerade schon gefragt, von hier links, ne, wurden wir gefragt, ob wir denn auch die Sachen essen, die da drin sind. Und wenn wir da was zu sagen wollen, müssen wir die natürlich essen. Also deine Aufgabe im ersten Schritt, das aufzumachen. Jedenfalls finden wir es erstaunlich, seit wir uns mit dem Thema Glück speziell beschäftigen, fallen uns nämlich immer mehr die Botschaften ein, die überall auf den Produkten gewählt werden. Glücksgefühl, Glückskeks und so weiter. Ist erstaunlich, dass das momentan so ein Trend geworden ist. Absolut, ja. Und selbst die großen Discounter werben ja damit, dass man ja gar nicht so viel braucht, außer ein bisschen Glück und glückliche Momente und solche Dinge. Und das ist ja genau das, was wir seit Anfang des Jahres sagen. Und von daher freuen wir uns fast so sehr darüber, dass gerade viele damit werben und das Thema Glück in aller Munde ist. Am allermeisten freuen wir uns aber darüber, dass unsere persönliche Glücksentscheidung in diesem Jahr, eben hier ins schöne Gumpfelbach zu ziehen, von so viel Erfolg gekrönt war und wir, was möglicherweise auch nicht normal ist oder nicht abzusehen war, als kleine ehemalige Städterfamilie aus einem Dorf am Rhein hier so gut ja, aufgenommen wurden und dass alle so ja, dermaßen freundlich sind und alles wirklich so ist, wie wir uns das erwartet haben oder wie wir uns das gewünscht haben, das macht schon richtig viel Spaß, richtig viel Laune. Und ich glaube, da werden wir auch noch ganz schön viel Material produzieren hier im wunderbaren Sauerland, um diese Region, die es einfach wert ist, auch noch so ein bisschen mehr vorzustellen und ja, das, was uns und hoffentlich auch anderen glücklich macht, zu zeigen. Was wolltest du sagen? Genau, jetzt, wo man schon mal hier die Verpackung aufmacht, ist mir schon mal schön aufgefallen, es steht viel Glück drin schon mal. Hey, cool. Das ist natürlich ein schönes Easter Egg, dass man das schon mal direkt so bekommt am Anfang. Aha. Und dann gucken wir mal. Easter Egg zu Weihnachten. Ein Easter Egg, genau. So, guck mal. Super, klasse. Das ist schon direkt. Ja, genau. Was erwartet uns denn in diesem Jahr noch? Oder was erwartet euch in diesem Jahr noch? Das ist ja die Frage. Haben wir da einen Plan? Ja, nämlich wir machen dieses Jahr noch die Silvesteransprache und noch ein Top 10 Video von Glücklichmachern im Sauerland. Genau. Da sind die Sachen dann so in Bild und Wort dargestellt, oder in Wort und Bild sagt man, glaube ich, ne? Ja. Also in Wort, Bild, Bild, Wort sind dargestellt, die uns aufgefallen sind, die uns ganz besonders glücklich machen. Und es gibt eins auf der Nummer 1, ich will nicht zu viel verraten, guckt euch das Video an, wenn es kommt, aber ich glaube, das auf der Nummer 1, das macht euch auch alle glücklich. Das macht uns jedes Mal, man sieht es häufiger, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber genau diese Nummer 1, die ist sowas von Smiley, das ist toll. Ja, das ist, also guckt euch das Video an, nicht verpassen. Kommt irgendwann noch in diesem Jahr und ist eine tolle Nummer 1. Echt gut. Ja, freut euch drauf. Jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Weil wir wollen in unsere Kiste gucken. Genau. Genau, du machst die Kekse auf. Und der Reik, der hat noch was hier. Was ist das denn? Erzähl mal was dazu. Das hier ist noch
von der EM. Yeah. Zu der Zeit gab es diese Glückspilze mit Fußballsprüchen. Und die wollen wir auch probieren. Genau, jetzt kriegt jeder von uns mal einen glücklichen Spruch raus, oder? Können wir ja gleich dann präsentieren. Also ich habe jetzt schon mal vier Stücke, ich halte mal vor die Kameras, sind nämlich hier mit Klebezahn drauf. Also ich hoffe mal, ihr könnt das hier erkennen. Ja, ist immer noch fokussiert. Super. Ich, Dankeschön. Vielen Dank. Oh ja, schön. Dankeschön. Stilisierte Kleeblätter. Also, coole Nummer. Das ist super. Guten Appetit und noch einen Glückskeks dazu. Wunderbar. Guten Appetit. Und damit das Kaffeetrinken perfekt wird, könnten wir euch jetzt anbieten, wenn ihr jetzt bei uns wärt, ein Suvi-Glücksgefühl Zitronengras-Tee. Also, auch Tee gehört zur Abteilung. Ich mache euch glücklich. Ja, und wo wir gerade beim Thema Tee sind, ich bin ja ein großer Ingwer-Fan und mein Lieblingsmacher-Tee ist hier so ein Ingwer-Tee, den haben wir hier auch immer dabei. Das ist immer eine perfekte Drehverpflegung, wenn man hier Videos dreht. Genau, ich darf mal, ja? Ja. Tja, und wie ihr seht, man kann sogar im Glück baden. Und zwar mit der Glückszeit, mit Zeit zum Glücklichsein. Eine Portion Glück und viel Glück mit Glücksklee und Sternfrucht. Tja, ob uns das glücklich macht und wie das alles so riecht, das werden wir mal testen, werden wir euch Bescheid geben. Wir werden ein Review machen. Ja. Wir machen ein Badezusätze, ich mache euch wirklich Review. Und dann werden wir euch da mal so eine Rangliste machen und wonach das riecht und so weiter. Also, was haben wir denn hier noch? Warte mal. Mach du doch mal das da. Okay, Auffüllen hier. Aber Labello macht Auffüllen, also die ganzen Labello-Stifte. Die machen jetzt auch noch was mit Glücksbringer und so. Ja, die machen jetzt auch glücklich, ne? Aber wahrscheinlich kennt ihr das auch. Wenn ihr mal im Sommer ganz trockene Lippen gehabt habt. Ja, nicht nur dann, jetzt auch. Jetzt habe ich die ganzen Lippen aufgeplatzt. Ja, genau. Im Winter zum Beispiel auch, klar. Ich hoffe ja, dass uns noch ein weißer Winter bevorsteht. Und da ist es ja auch Gesundheit. Das macht richtig glücklich, wenn man dann Labello oder nein, nicht Labello. Quatsch, kein Schleichwerbung. Wenn man dann ein Lippenpflegestift. Ich bin so in der Kosmetikabteilung nicht ganz so zu Hause. Also ich höre gerade einen Lippenpflegestift. Wenn man den dann zur Hand hat und das ist Wahnsinn, wenn man dann weiß, nein, umgekehrt, wenn ich im Auto bin und ich habe keinen und die Lippen schmerzen und die Lippen sind trocken, dann willst du irgendwie, du würdest ein Königreich geben für einen Lippenpflegestift. Mhm. Ich habe immer das mit L, dieses ja, mit Tempo. Ja. Ne, ja, so. Ja. Also von daher, es kann ein richtiger Glücksbringer sein und von daher sind wir unheimlich glücklich, dass die Firma mit L eben ein Lippenpflegestift als Glücksbringer herausgebracht hat. Freuen wir uns sehr drüber. Genau. Danke an. Einfach mal die Glückskekse aufmachen. Ach, unsere Glückskekse. Ja. Wer fängt dann an, du? Du. Na, von klein nach groß. Von groß nach klein. Ja, von groß nach klein. Okay, also ein chinesischer Glückskeks, ein Springkeks. Wir lassen uns beide von unseren Frauen scheiden und ziehen zusammen, steht hier. Ach so, das sind Fußballer, die das gesagt haben, okay. Toni Polster über sein verbessertes Verhältnis zu Trainer Peter Neururer. Okay, das sind also Fußballsprüche drin. Ja, wir lassen uns beide von unseren Frauen scheiden, hat er gesagt. Und dann, was macht er dann? Und ziehen zusammen. Oh. Gut, wenn es sie glücklich macht. Kann man machen. Ja. Muss man aber nicht. Nee. Übrigens, apropos Fußball. Sollen wir was zum Fußball schon sagen? Nee, das machen wir im nächsten Jahr. Ja. Ja, nee, das ist. Also freut euch auch darauf. Wir haben uns da was zum Thema Fußball im Sauerland überlegt, weil der Rake und ich, wir sind ja begeisterte Fußballer. Und ihr seid begeisterte Fußballer-Zugucker. Ne? Ja, manchmal spielt. Ja, du auch. Ja, manchmal auch, das stimmt. Aber so, so vereinsmäßig, da sind eher wir beide zu Hause. Und der Reik hat ja in Düsseldorf auch schon gespielt. Und du willst im nächsten Jahr auch spielen, ne? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Und da machen wir nämlich auch noch was Besonderes. Also freut euch auch darauf. Das wird ein glückliches 2017. Super. Jetzt mal. Tja, wir haben hier noch. Mein Glückskiss, ich muss den lesen. Aber ich glaube, das kann man sich ersparen. Der Thorsten Legert hat gesagt.
Unsere Chancen stehen 70 zu 50. Ja, über 100%, das ist prima. Gut in der Schule aufgepasst. Ja, genau. Also, 120% ist prima. Und jetzt bin ich mal gespannt. So, hier steht, er hat angezeigt, dass er in einer Minute ausgewechselt werden will. Christoph Daum über einen Stinkefinger von Ulf Kirsten. Ach so, ich weiß noch, wie das, ja klar, der hat ins Publikum den Stinkefinger gezeigt und sein Trainer hat ihn dann in Schutz genommen und hat gesagt, weißt du was, der wollte gar keinen Stinkefinger zeigen, der wollte sagen, ich muss in einer Minute raus. Hätte man ja auch jeden anderen Finger nehmen können, aber okay. Ja, aber so Trainer sind nett, also das finde ich gut. Ja, genau. Und jetzt du, Ray. Ja, der FC Tirol hat eine Obduktion auf mich, Peter. Was haben wir? Obduktion, ja. Eine Obduktion? Obduktion. Eine Obduktion. Ja. Er wollte sagen, eine Option, ne? Ja. Also ein Vorkaufsrecht sozusagen. Das mit der Obduktion will er nicht wirklich, glaube ich. Aber okay. Ja, also Glücklichkekse oder Glückskekse. Sehr unterhaltsam. Und was haben wir denn in unserer Kiste noch? Das ist doch was für dich. Ach ja, genau. Wenn man die Familie glücklich machen möchte, kann man das jetzt mit Happiness machen. Es gibt ein Bourbon Vanille Joghurt Creme Dessert. Und ja, im Prinzip, wenn man die Sachen alle so sieht, die es mit dem Thema Glück gibt, geht es meistens um das eine und das ist Zeit zu verbringen, Zeit zum Genießen. Sowohl in der Dusche, in der Badewanne, beim Essen, beim Miteinander genießen. Und das finde ich eine prima Sache. Genau. Wir sagen immer, die wahren Glücksbringer, das sind die beiden Z, Zeit und Ziele. Also wenn ihr Zeit für euch selber habt oder wenn ihr Zeit verschenkt, wenn ihr den Menschen, die euch wichtig sind, Zeit gebt, dann ist das ein ganz, ganz großer Glücklichmacher, da bin ich ganz überzeugt von und wir haben auch oft genug schon die Rückmeldung bekommen. Und all diese Sachen, die wir jetzt hier noch so haben, so hier Katjes Glücksgefühle, Dusche, Glücksgefühle, genau, Rittersport haben wir hier mit Smiley, auch das sieht so ein bisschen aus wie unser Feli, guck mal, witzig. Unser Feli, wisst ihr ja, Feli ist abgeleitet von Felix der Glückliche. Und Feli soll genau das bewerkstelligen. Er soll nämlich jeden, der ihn sieht, daran erinnern, hey, junge Mädchen, nimm dir Zeit für dich oder sei glücklich. Arbeite nicht von morgens bis abends immer nur wie ein Besessener. Komm aus deinem Hamsterrad auch mal raus, denk an dich, weil das gibt dir neue Kraft, morgen wieder neu angreifen zu können. Und das haben wir sicherlich in der Vergangenheit viele Jahre lang falsch gemacht. Und von daher sind wir sehr glücklich über das Jahr 2016, dass wir da so den Weg gefunden haben, jetzt in einer wunderbaren Umgebung und mit wunderbaren Menschen um uns herum, da eben das auch so bewerkstelligen zu können. Ne? Dann ist hier noch diese Zauberbohne mit viel Glück drauf. Zauberbohne einpflanzen und Karte dahinter verstecken. Ganz doll was wünschen, regelmäßig Bär gießen, nicht vergessen. Nach ein paar Tagen siehst du deine Bohne wieder. Und dein Wunsch geht Bärstim bald in Erfüllung. Und was machen wir damit im nächsten Jahr? Gießen. Ja. Da machen wir eine Serie draus. Wir pflanzen die zusammen ein auf unserem Kanal. Und dann stellen wir den Topf immer drüben in unser Studio. Gute Idee. Und dann können die Zuschauer immer in den weiteren Filmen sehen, wie weit unsere Glücksbohne denn gediehen ist. Die werden begeistert sein. Völlig begeistert. Und wer ist denn der Gießbert? Der Gießbert, ja. Wir ziehen uns ab und zu mal abwechselnd die Gießbert-Mütze an. Übrigens, Studio, gutes Stichwort. Wir blenden jetzt gerade mal ein, wie unser wie Studio aussieht nicht. Da wollten wir eine Führung machen, ne? Mhm. Ab 500 Abos, stimmt's? Mhm. Ja. Machen wir. Nein, wir haben ein kleines Studio eingerichtet, wo wir ab nächstem Jahr eben auch regelmäßig unsere Filme machen wollen, unsere Beiträge. Und ein bisschen was seht ihr gerade unten schon im Bild zu diesem Thema. Wir wollen regelmäßig Filme machen, stimmt's? Mhm. Die Stimme wünsche ich mir zu 2017 auch, dass die ein bisschen mehr gehorcht. Aber
So, wir wollen regelmäßiger Videos machen. Wir, unsere Glückszahl ist ja die Nummer 13, was eigentlich echt ungewöhnlich ist, genauso wie wir. Deswegen, uns aus verschiedenen Gründen ist das unsere Glückszahl. Und immer am 13. jeden Monat kommt ein Video von uns. Und dazwischen verteilt, verstreut auch vielleicht ein paar kleine Videos, aber unser Uploadplan orientiert sich an den 13. Oder genau, jeden Monat und dazwischen, so wie wir Lust haben. Und wir haben viel Lust, Videos zu drehen und Dinge zu machen, die euch hoffentlich Spaß machen. Ja? Ab 1000 Abonnenten noch mit werden wahrscheinlich. Ab 1000 Abonnenten holen wir uns eine Drohne und machen damit Videos. Das hat er doch nicht vergessen, ne? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe im Auto heute aus Quatsch zu ihm gesagt, weil er war ganz begeistert. Ihr habt ja eben gesehen in dem Video vom Weihnachtsbaum holen. Wir haben durch Zufall jemanden getroffen, der eine Phantom, also ein Multicopter, Phantom 2 gesteuert hat. Und der hat dann halt da an dem Weihnachtsbaumgelände, vielen Dank übrigens für die tollen Bilder im Abspann unten, danken wir uns auch nochmal namentlich. War eine tolle Geschichte, dass sie oder du uns das Material dann auch zur Verfügung gestellt hast. Und ich habe heute im Auto gesagt, als dann der Rake zu mir sagte, Mensch, ich habe ja so viel Spaß an RC-Autos, Schiffen, Flugzeugen, Hubschrauber, was auch immer. So eine Drohne, das wäre noch was, wo man dann auch mit filmen kann. Und da habe ich aus Spaß zu ihm gesagt, weißt du was, wenn wir 1000 Abonnenten haben, dann übernimmst du den Job des Kameramanns mit der Drohne. Und habe dann gedacht, ey, das Flash schon wieder vergessen. Und raffiniert das jetzt hier auf YouTube. Auf YouTube zu sagen. Wo es jeder mitbekommt. Ja. Ne? Ich finde, das hat mir gefallen an der Drohne. Es ist nämlich so, ich mag es immer gerne, viele Sachen mit dem iPhone auch zu machen. Das ist immer schön, alles mobil auch so zu haben. Und die Drohne wird vielleicht, wie wir es vielleicht geplant haben, wie es mir am besten gefallen würde, wird das vielleicht eine DJI Mavic Pro. Und die kann man zusammenklappen und da haben wir unser Fliegenstudio immer dann dabei, wenn wir mal draußen drehen. Oder eine Phantom 3 Professional oder eine Phantom 4. So, ich habe den Mund voll, da redet man eigentlich nicht mit. Aber wir reden nochmal über den Preis. Phantom 4 und so hört sich teuer an. 1300? Nein, 1300. Wir gucken mal. So viel werden wir sicherlich nicht ausgeben. Gehe ich mal von aus. Aber irgendeine Lösung finden wir da schon. Und erstmal haben wir ja noch keine 1000 Abonnenten. Aber ein mega, mega fettes Dankeschön an alle 213 plus X, die wir momentan als Abonnenten haben. Also die 213, das hat uns echt total gefreut. Wegen eben der 13 und wir haben ja so den Bezug zur 13 und das ist einfach überwältigend, das ist einfach toll, dass ihr uns abonniert, dass wir euch ab und zu ein Video zeigen dürfen, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns dazu zu gucken und ja, macht echt Spaß mit euch und gerne mehr davon. Und ich wollte noch irgendwas sagen in dem Zusammenhang. Ach ja, Weihnachten. Weihnachten? Ja. Bald. In fünf Tagen. Habe ich Push-Mitteilung bekommen. Und da wir wahrscheinlich vorher keinen Film mehr machen werden, gehe ich mal davon aus, wollen wir euch an dieser Stelle ein mega tolles, fröhliches, Wünsche erfüllendes, glückliches, gesundes Weihnachtsfest wünschen? Ja. Mit ganz viel Zeit für eure Lieben und ja, alles das, was ihr euch wünscht an Dingen und an Situationen und an Momenten. Und genießt die freien Tage, genießt die schulfreien Tage, genießt die arbeitsfreien Tage. Seid einfach glücklich, seid miteinander, habt Spaß und wir freuen uns megamäßig doll dann darauf, euch ein neues Video zu präsentieren. Wie der Rake eben schon gesagt hat, zur Jahreswende, wahrscheinlich am 30. Eine Neujahrsansprache in Verbindung mit unseren Top-Highlights hier des Sauerlandes, die wir euch auf dem Wege dann präsentieren. Habt wunderbare Weihnachten, viel Spaß, wir sehen uns auf diesem Kanal und tschüss und ciao bei Glücklich TV.